So, ihr beiden. Hallo. Willkommen zurück bei Zirkus Halligalli. Das Auge kocht mit Spezial. Ja. Später noch mit Metallica. Und da Ihre Stimme neben mir ist, gehe ich davon aus, dass Sie mittlerweile hier unten sind. Mit dem Himbeerparfait hatte ich jetzt in der Zeit nicht mehr geschafft. Nee, hat nicht mehr geschafft. Ich bin bei euch. Wir haben beide Gerichte abgedeckt. Und ich würde sagen, ihr dürft jetzt eure Brillen abnehmen. Sind wir rum? Haben wir keine Zeit mehr? Boah, ist das hell hier. Herr Lafer, was haben Sie denn für eine Sauerei gemacht hier? Alter. Also ist ja, Sie sind aber auch. Guck mal, das ist mal eine Schlacht, oder? Ein Ferkelchen. Ja, ich hab doch gesagt, ich habe keinen Lachs in die Pfanne getan. Der ist da ist er. Aber jetzt schauen wir uns mal die Gerichte an, ja? Ja, okay. So, ich mach mal beide auf und ihr müsst sagen, was von wem ist, ja? Ja. Ja. Ja, also ich würde jetzt sagen, ich weiß, dass ich. Das sieht ja relativ ähnlich aus, euch, ne? Nee. Ach so, nee, guck mal, ich hab grad. Nee, du hast auch. Ich frage mich, wie der Lachs in meine Pfanne gekommen ist. Ja. Das fragen wir uns auch. Aber es ist nicht schlimm, weil er sieht hervorragend aus. Ja, muss ich sagen. Also erstmal, also von der Optik her, klarer Punkt geht an Joko. Vielen Dank. Ja. So, jetzt probieren. Probieren. Ich auch. Ja. So. Also. Rösti war die Aufgabe. Herr Lafer, wenn du lieb bist, ne, dann darfst du das in dein nächstes Kochbuch schreiben. Ja, klar. Nur wenn du lieb bist. Herr Lafer, wenn du lieb bist. Das ist wie in der Schule. So. Aber jetzt probier mal. Boah! Na, könnte ein bisschen an, ja. Aber was sagst du? Na, Sie sind der Profi, sagen Sie zuerst, dann sage ich. Dann sage ich Ihnen, was von Phase ist. Also, Schnittlauch ist jetzt etwas zu grob geschnitten, aber sonst in Ordnung. Das schmeckt gut. Ganz ehrlich, da habe ich aber bei RTL schon Schlimmeres gesehen. So. Aber jetzt mal ohne Witz. Ohne Witz jetzt. Nachgeschmack ein bisschen. Das ist sogar in Ordnung gewürzt. Das schmeckt voll gut. Super. Wirklich. So, ja gut, Lachs. Boah, das ist ja der Hammer. Räucherlachs brät man nicht, aber ich muss sagen, ehrlich jetzt, ohne Witz, Joko, Chapeau, das hast du super gemacht. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Fast schade, dass ich nur eine Portion gemacht habe. So. Nun wollen wir aber mal sehen, was ich da Dolles gezaubert habe. So, ne? Erstmal eine neue Weltpremiere im deutschen Fernsehen. Man kann aus Kartoffeln auch Nudeln machen. Guck mal hier. Kartoffeln, Kartoffelnudeln mit Creme fraiche. Guck mal. Sie haben sie eine Carbonara. Hat das was? Oh, ey, Steinmagen, ey. Lars, wir sollten ein Restaurant aufmachen. Nee, ich nicht, glaube ich. Stell dir mal, stell dir mal vor, das wird. Ich weiß nicht, was ihr habt. Stell dir mal vor, das wäre noch gewürzt. Aber die Kartoffeln, mal gucken, die Bratkartoffeln. Der Salat ist gut. Johann hat das da reingespuckt. Johann hat ihn da reingespuckt. Aber der Salat ist gut. Oh. Sagen Sie mir, ob das jetzt stimmt. Nee, der Salat ist super, nur der ist sandig. Was heißt das? Wie sandig? Den hast du nicht vorher gewaschen. Der ist nicht gewaschen. Wir haben doch gar keinen Sand. So, Moment, schaut euch das mal an hier. Guck mal, ich finde, das ist schon mal ein Kompliment. Super gebraten, oder? Bratkartoffel hier. Probier. Die müssen das jetzt nicht, also muss das jetzt nicht alles essen. Mich interessiert das aber. Stell dir mal vor, die Kartoffeln sind sogar durchgebraten. Wenn du morgen tot aus dem Hubschrauber fällst, will ich da nicht für verantwortlich sein. Komm, probier. Ja. Die Kartoffeln sind super gebraten, oder? Ja? Super. Perfekt. Aber vergessen wir nicht, dass ich auch ein geiles Röstchen haut rein, du. Ich fasse zusammen. Herr Lafer, bitte. Ja. Guck nicht so gierig. Auf den linken Teller von Klaas sehen wir den Versuch, aus Kartoffelnudel zu machen. Wenn das so auf der Karte steht. Das Schöne dabei ist, Klaas, du hast super Bratkartoffel gemacht. Kompliment. Ja, sehr gute Bratkartoffel. Yes. Sehr gute Bratkartoffel. Bei Joko sehen wir natürlich einen wie aus dem Himmel gefallenen Lachs. Gut, ist in Ordnung. Sehr gutes Rösti. Kompliment. Wir sehen etwas rustikale Creme fraiche mit Schnittlauch. Aber ansonsten muss ich sagen, and the winner ist Joko! Yes! Vielen Dank! Aber ich hatte auch einen hervorragenden Lehrer. Dankeschön. So, guck mal hier, darf ich das nochmal? Hier. Demnächst,
Ja. Das ist der aktuelle große Lafer. Demnächst gibt es den riesengroßen Lafer. Da sind die beiden Rezepte auch noch mit drin. Ja. Vielen Dank erstmal an Johann Lafer, dass du dich unserer Sache hier angenommen hast. Deswegen also vielen Dank, Johann Lafer. Das war das Auge kocht mit. Danke schön.